Willkommen zurück bei Herr der Ringe. Krieg im. Ach so, nee, doch, Krieg im Norden. Ich hatte mich. Mann. Weil hier gerade zwei Zwerge so rumstanden. Ich wusste gerade nicht, wer welcher war. So, wir sind wieder hier draußen. Neue Aufnahmesession. Und müssen jetzt nochmal wie beim letzten Mal wieder da reinlaufen. Ja, vermutlich, ne? Dann einfach mal. So, dann laufe ich mal hier rum. Also, unten ging gerade noch eine Treppe runter. Weiß jetzt nicht genau, ob da irgendwie was war. Können wir ja gleich mal gucken. Ja, genau. Aber ich glaube, hier ist auch sonst nichts mehr, oder? Weiß ich nicht. Hier oben steht nur der alte Zwerg. Ach ja, da gab es ja noch irgendwie eine Errungenschaft. Euer Plan gegen Urgos zu kämpfen beunruhigt mich noch nicht. Doch wenn ihr dazu entschlossen seid, dann könnte Radagast euch helfen, den Schlupfwinkel des Drachen zu finden. Sucht den Zauberer im Düsterwald. Oh, mit wem muss man denn nun mal sprechen? Wir werden ihn finden. Lebt wohl. Mal eben nachgucken. Schub. Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt in den Düsterwald. Ja, ein Moment, hier war doch. Da war doch auch noch irgendwie eine Errungenschaft. Ach ja, die habe ich beim letzten Mal noch gekriegt. Ja, genau. Aber ich glaube, das war der andere Zwerg, der jetzt, glaube ich, draußen schon steht. Na, ich guck mal eben. Ei, ei. Och man, ich wollte in das Wasser, aber es geht nicht. Ich habe ja noch 4 Punkte, die ich einsetzen kann. Ist ja lustig. Ja, da habe ich auch noch was. Na gut, die bleiben auch erstmal. Hier habe ich ja auch noch einen Punkt. Na, wie hieß die denn noch? Ach Mann. Dann werde ich das hier mal so machen. Schwupp. Bestätigen. Wie sieht denn meine... Ja, bestätigen... Wie sieht denn meine Rüstung im Moment aus? Das habe ich... Das werde ich mal eben reparieren lassen bei dem Zwerg. Na, welch ein Anblick. Ich hatte davon gehört, dass uns eine Elbin besuchen kommen will. Dein Ruf hat sich wie ein Buschfeuer verbreitet. Hab bisher noch nie eine Elbin gesehen. Hatte keine Ahnung, dass deinesgleichen so kampflustig ist. Aber wie ich höre, hast du den Feind schwer getroffen. Gut gemacht. Also, wie kann ich dir heute helfen? Nee, finde ich irgendwie nicht. Ich muss mal eben was reparieren lassen. Das einmal bitte... Der braucht nicht repariert werden. Das kann nicht kaputt gehen, sehr schön. Das braucht auch nicht repariert werden. Das auch nicht. Ich glaube, die können eh nicht kaputt gehen. Das ist okay und das auch. Okay. Ja. Ach, egal, ich finde die jetzt nicht. Ich meine, das ist der Zwerg, der draußen jetzt steht. Naja, kann ich auch mal mit dem sprechen. Die Treppe, die du meintest, die ging doch nur zu dahin, wo man sich das Gesicht verändern lassen kann. Ja. Dann können wir uns jetzt auf zum Düsterwald begeben. Ah, ich muss noch mal ein bisschen was reparieren dann. Ich dachte, du wärst jetzt wieder am Sortieren. Nee. Ich kann nicht glauben. Kann ich gleich aber auch noch machen. Ihr zieht tatsächlich aus, einen Drachen zu finden. Wir haben über viele Jahre versucht, uns nicht von einem finden zu lassen. Aber andererseits seid ihr drei allein in den Wunderbandberg gegangen und habt es überlebt. Wenn also irgendjemand gegen diesen Urgost eine Chance hat, dann ihr. Normalerweise wäre ich absolut dagegen, einen Drachen zu provozieren. Aber es scheint, als hätte Agandara schon getan.
Also wünsche ich euch einfach Glück und belasse es dabei. Mein Dank, Hauptmann. Möge das Glück auch mit Nordin bald sein. Bis wir uns wiedersehen. So. Lalalala. Hier unten ist auch nichts weiter. Na gut. Ach, wieso kann ich mit der Hälfte hier nicht sprechen hier unten? Weil das nicht geht. Du kannst doch mit gar keinem reden. Willst du jetzt dein Gesicht noch verändern lassen, oder wie? Nee, ich wollte eigentlich gucken, ob hier unten jemand ist. Der Zwerg, den du brauchst, der steht hier draußen. Hier unten ist aber auch einer. Da unten waren wir doch schon. Der Düsterwald ist ein Ort, den ich lieber von oben sehe als von innen. Aber wir sind bereit aufzubrechen. Wir müssen hoffen, dass Radagast uns sagen kann, wie wir Urgos finden. Bist du je zuvor einem Drachen begegnet? Ist unser Zwerg eigentlich bei dir? Ja. Man sucht nicht freiwillig nach einem Drachen. Okay. Außer man hat keine Wahl. War halt noch bei mir und fürchtest ist auch einmal weg gewesen. Nur ein Narr würde einen Drachen nicht fürchten. Wenn Urgost bis jetzt überlebt hat, muss er alle Tücke und Gerissenheit seiner Art besitzen. Abscheulichkeiten, die sie sind. Und das würde ihn sogar noch gefährlicher machen. Doch das ändert nichts. Wenn wir seine Allianz mit Agandar verhindern sollen, dann müssen wir unsere Furcht ablegen und den Drachen finden. Wir sollten Gorins Rat folgen und Radagast nach Urgosts Zufluchtsort fragen. Ich empfand es schon als Glück, dass du uns deine Hilfe angeboten hast, und ich hätte kaum erwartet, dass zwei weitere Adler dasselbe tun würden. Was kannst du... Doch du brauchst nicht mich zu fragen. Frag sie selbst. Sie werden gerne mit dir sprechen, wenn du es wünschst. Kennst du Radagast gut? Der braune Zauberer ist schon ein enger Freund der Adler, seit er das erste Mal nach Mittelerde kam und sich in dem Wald niederließ, der jetzt Düsterwald genannt wird, sogar bevor er diesen finsteren Namen erhalten hat. Das war lange bevor ich geboren wurde, aber ich habe ihn viele Male in seinem Haus in Rosgobel besucht, wenn ich ihm Nachrichten von weit her brachte. Meintest du den hier oben? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er Rosgobel verlassen hat. Uni? Ja. Da habe ich jetzt nichts gekriegt. Warum hat er es verlassen? Er war schon fort, bevor ich ihn fragen konnte. Aber die Dunkelheit im Süden des Düsterwalds wurde immer größer. Ich vermute, Rosgobel ist nicht länger sicher. Selbst für einen Zauberer. Aber keine Sorge. Was machst du hier? Radagasts bevorzugte Orte im Norden des Düsterwalds. Wir werden ihn finden. Oder ich bringe euch an einen Ort, wo ihr ihn zumindest sehr wahrscheinlich trefft. Ich habe mich gerade mal mit dem Adler noch unterhalten. Ach so. Wir werden bereit sein. Nichts Interessantes. Nö, der hat nur gesagt, dass er bereit ist und dass er noch nie vorher gegen Drachen gekämpft hat, also. Und dass er meint, dass der Zauberer wohl nicht mehr in dem Wald wäre. Upsala. Ach, das warst du jetzt, ne? Ja. Du drückst Enter und ich darf trotzdem auf der Karte rumwählen. Ist ja lustig. So, Düsterwald. Der Düsterwald. Da ist er ja schon, der Drache. Ach nee. Oder? Ja doch, irgendein Drache ist es auf jeden Fall. Oder ist das ein Nazgul? Hoppala! Ich bin abgestürzt. Zauberer suchen. Niemand kann ihm jetzt helfen. Und niemand kann dir helfen. Was soll das denn jetzt? Ach, ihr seid auch... Oh! Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Und jetzt?
Hä? Was fällt dem denn ein? Das ist unser Schutz. Ah, so viel Schaden macht er ja nicht. Ja, in einem Kreis heilen wir uns ja auch. Oh. So. Bevor der Tod sie holt. Hoppala. Elbereth, das war äußerst knapp. Wo ist er? Oh! Ey, der spielt nicht fair. Ich kann immerhin keinen Kreis zaubern, ich habe keine Kraft. Aua. Geh weg. Autsch. Hä? Ich bin bald am Ende. Du auch? Ich bin dem Tode nahe. Oh-oh. Unsere Feindin, mach schnell! Ich war mir sicher, mein Ende erreicht zu haben. Schön, hat er es noch geschafft? Ja, er hat's geschafft. Immer drauf. Dann kann er sich nicht... Oh. Vielen Dank. Vorwärts jetzt. Mist. Hey, wieso beschießt er jetzt noch mich? Weil wir schon auf dem Boden liegen. Oh, beide? Ja. Yep. Oh, falsch das dann. Komm schon, Zwerg. Wir haben noch Feinde zu besiegen. Vielen Dank. Lasst uns weiter. Tut mir leid, dir Danke. So viel Ärger zu bereiten, mein Freund. Ah, okay. Hast du denn den Zwerg geheilt, oder wie? Ich hab gar keinen geheilt. Ich hab nur einen von euch geheilt. Ja, und dann hat der Zwerg mich geheilt. Naja, das könnte sein. Wo ist er? Oh Mann, ist der ätzend. Toll. Ja, viel Leben hat er jetzt aber nicht mehr. Zum Glück. Wo ist er? Da. Und weg. Oh, toll. Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Das war wie, der lebt tun, noch. Ich sein möchte. Ja, so ein ganz kleiner roter Streifen ist da noch, aber nicht viel. So. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Sucher ja. Und irgendeine Flucht. Ja, Fluch, genau. Fluch oder Flucht? Fluch. Fluch? Bei mir. Ja. Okay, dann Fluch. Oh, das heißt, der Adler hat verloren? Nein. Na, schlag dem den Hals ab.
okay, so geht's auch. Wow. Ah, hier ist noch was zum Plündern. Ja, Münzen. Ja, Münzen und Pfeile. Bei mir waren es nur Münzen. Hier ist auch noch was. Könnte ich aber auch gut gebrauchen, die Pfeile. Noch mehr Münzen. Oh, Pfeile. Hat der Nazgul oder wie? Das war jetzt nicht der Drache hier. Oder? Nee. Nee. Oh. Gut gemacht, meine Freunde. Glaube ich auch nicht. Der hier wird sein Lügengespinst nicht weiter verbreiten. Doch ich fürchte, es war keine zufällige Begegnung. Wenn Wulfrun hier war, könnte es Schwierigkeiten für Radagast bedeuten. Ihr sollt... Der Hexenmeister hat irgendetwas von einem Zauberer gesagt. Er muss Radagast gemeint haben. Aber warum sollte Agan da seine Schergen auf Radagast ansetzen? Der braune Zauberer beschäftigt sich nur wenig mit der Außenwelt. Aber er hat in der Vergangenheit gegen Sauron gearbeitet. Vielleicht möchte Agan da nur eine alte Rechnung begleichen. Aber wahrscheinlicher ist, dass er Radagast davon abhalten will, seinen Feinden zu helfen. Wir sollten ihn finden. Wie weit sind wir vom Zuhause des Zauberers entfernt? Es ist schwer mit Sicherheit zu sagen. Selbst die Augen eines Adlers können das verschlungene Geäst des Düsterwalds nicht durchdringen. Und Lichtungen gibt es wenige in diesem Wald. Wir werden die Suche zu Fuß fortsetzen. Sollen wir dich hier suchen, wenn wir ihn gefunden haben? Nein, ich muss meine Kameraden suchen. Sie machen sich wahrscheinlich Sorgen um mich. Gemeinsam werden wir von oben Ausschau halten. Radagast hat viele Freunde unter den Vögeln des Düsterwalds. Wenn du ihn findest, kann er uns problemlos eine Nachricht zukommen lassen. Nun gut. Viel Glück, Beleram. Ich traue diesem Düsterwald nicht. Ich wünschte, unser Weg hätte uns woanders hingeführt. Warum sollte Radagast sich an einem solchen Ort niederlassen wollen? Man sagt, der Düsterwald war nicht immer so. Er war recht schön, bevor der Schatten des dunklen Herrschers darüber fiel. Dieser Schatten liegt hier noch immer. Es gibt böse Wesen in diesem Wald. Sei auf der Hut. Genau, sei auf der Hut. Ja, jetzt gleich passiert wahrscheinlich auch wieder irgendwas. Natürlich, wäre sonst langweilig. Dann einfach mal... Der hat gerade auch gespeichert. Genau deswegen. Was ist das denn? Vogelkatapult? Ja, wo? Es sah so aus, als kämen die Vögel aus dem Baumstumpf hier raus. Da schon wieder. Seht, okay, dort! Das hab ich jetzt nicht gesehen. Mark! Was ist das denn? Ja, sehr schön. Jetzt weiß der ganze Wald, dass wir hier sind. Na los! Der Varge, den man hört, ist schlimmer als der Ork, der einen stört. Stimmt. Aber wo der Varge schreit, ist auch der Ork nicht weit. Boah, genug gereimt, meine Güte. Da laufen sie. Ja, das klingt ja furchtbar. Hier geht's doch bestimmt her. Ja, hier sind Fußspuren. Totale. Die Zeichen sind ganz deutlich, für mich. Wir waren Waldläufer. Du und deine Fußspuren. Ich sehe das alles immer ohne Fußspuren. Genau, was ich brauche. Ja, das hast du gerade aber nicht gesehen, ne? Was? Das, was ich da gesehen habe. Na, das kann ich auch nicht einsammeln. So, ich habe jetzt irgendeine Hose gekriegt. Wieso können wir endlich den Adler rufen? Der kommt ja doch gar nicht durch. Weiß ich nicht. Können wir ja mal versuchen. Nee, lass mal. Sagen wir es nicht brauchen, sollten wir es auch nicht tun. Na, mal schauen, wann das erste Vieh auftaucht. Wahrscheinlich hier am Wasser. Speichert er nämlich schon wieder. Ja, und ein Orklager. Eine Patrouille. Es ist eine Falle. Du musst natürlich direkt wieder reinrennen. Natürlich. Ja, klar. Seht her, sie haben einen Weg. Das ist genau, was ich brauche.
Sie suchen Schutz im Unterholz. Sie laden! Ich brauche Heilung. Der Wald ist voller verborgener Bewegungen. Lass mal sehen, ob du es mit mir auf. Oha. Ich brauche Heilung. Mist. Pfeile kann man nicht ablocken. Boah. Ah, toll, der Weitläufer ist auch gestürzt. Ja. Ich bin auch gestürzt. Ja, hoffentlich nicht auch noch der Zwerg. Er schafft es nicht, mich zu heilen, ohne dass die ihn direkt... Okay. Ich war mir sicher, mein Ende erreicht zu haben. Schön, dass ich mich täusche. Wow. Bleib, wo du bist. Ich komme. Ich muss ihn halt nur einmal kurz... Ne, das war's. Na gut. Schade. Dann machen wir es im nächsten Part einfach nochmal. Na gut. Also, bis dann und ciao. Ciao.